Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurech und diesem ersten Video und gleichzeitig Einleitung zu den Skyrim Creation Kit Tutorials. Als erstes möchte ich die Tutorial-Reihe ein bisschen einleiten, indem ich darüber erzähle, warum ich das hier mache, wie ich es machen werde und ja, einfach der Aufbau, die Struktur, ob ich selber Erfahrung habe, sowas halt alles. Das möchte ich erstmal als erstes ansprechen. Es gibt viele Leute, die bestimmt daran interessiert sind, in das Creation Kit einfach mal einzusteigen. Skyrim hat sehr viele Leute begeistert und die meisten sind jetzt natürlich selber voll gehypt, in das Creation Kit einzusteigen und ihren eigenen Content zu bringen. Nur das Problem ist, ja, das Programm an sich selbst. Es ist ziemlich kompliziert auf einer Ebene. Der Anfang ist vielleicht ganz einfach, aber später wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber gerade diese erste Hürde erstmal auch zu nehmen, das ist natürlich immer ein bisschen schwer und da möchte ich ein bisschen helfen bei, denn nicht nur ihr habt keine Ahnung, auch ich habe eigentlich keine Ahnung. Genau, ich habe auch schon damals in Oblivion das nicht gemacht und steige ebenfalls mit euch zusammen hier in das Creation Kit ein. Natürlich nicht völlig planlos, sonst würde ich keine Tutorial-Videos machen, sondern ich habe mich natürlich ein bisschen informiert darüber und habe auch schon ein bisschen Ahnung, weil ich hier euch präsentieren möchte und werde das dann immer werde euch immer Content zeigen, den ich vorher entdeckt habe, den ich vorher gemacht habe und lasse euch einfach an meiner Entwicklung auch teilhaben und dass wir dann zusammen immer weiter in das Creation Kit einsteigen werden. Ja, das war's dann auch schon mit der Einleitung. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob euch das hier alles interessiert. Und dann möchte ich eigentlich noch, damit das Intro, die Einleitung nicht so alleine dasteht, nochmal ein paar grundlegende Dinge schon mal vorneweg erklären. Zuerst möchte ich euch aber nochmal einen guten Rat geben. Und zwar geht ihr dafür ins Internet auf www.creationkit.com. Hier findet ihr dann die offizielle Seite von Bethesda zum Creation Kit auf Englisch. Das ist eine Wiki, da könnt ihr euch auch selber anmelden und auch ebenfalls Content dann schreiben. Aber Bethesda hat schon gute Arbeit geleistet. Und wenn wir einfach mal auf Tutorials klicken, haben wir hier auch schon so einiges. Und ja, da kann man auf jeden Fall schon sich einige Sachen anschauen, falls man die mal eben schnell nachlesen möchte, falls man eben aus Videos das nicht so gut rausbekommen kann immer, ja, weil es halt schwer immer alles rauszuhören und dann umzusetzen, dann kann man sich hier eben auch das nebenbei offen halten und kann hier schnell irgendwas nachschauen. Zum Beispiel sind ja hier schon in den Overview, hier in dem Beginner-Overview, kann man eben hier sich schnell so ein paar wichtige Shortcuts schon mal zusammensuchen. Und das ist bestimmt sehr hilfreich und die Seite wird bestimmt auch noch gut wachsen. Und ich kann euch schon mal nur empfehlen, das schon mal als Favoriten jetzt zu setzen. Ich denke, die Seite wird noch, falls man wirklich einsteigen möchte, sehr hilfreich werden. Gut, fangen wir also wirklich jetzt an, schon mal das Creation Kit uns ein bisschen anzuschauen. Als erstes haben wir hier diese Fenster. Ihr öffnet das und ungefähr so sieht das hier aus. Nicht ganz genau, ihr müsst euch das ein bisschen zusammen basteln. Ich habe es jetzt so gewählt, ich finde das für den Anfang ganz in Ordnung so. Die Anordnung der Fenster, da kann man natürlich ein bisschen variieren, bezogen auf das, was man hauptsächlich macht später. Aber erstmal so als Basis finde ich das schon mal ganz in Ordnung. Um diese ganzen Buttons hier oben braucht ihr euch erstmal gar nicht kümmern. Erstmal müsst ihr euch wirklich nur um eine Sache kümmern, denn ihr seht, alles ist leer. Ihr könnt hier anklicken, was ihr wollt, hier passiert gar nichts. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist hier oben auf File gehen. Leider ist alles auf Englisch, also müsst ihr hier immer ein bisschen umdenken. Im Spiel ist es dann Deutsch, hier ist das leider alles auf Englisch. Aber kein Problem für uns. Als Erstes müsst ihr wirklich hier drauf gehen und dann auf Data klicken. Und hier öffnet sich dann eben ein Fenster, Plugin und die Master Files. Die Master Files sind wirklich wichtige Files, das Update jetzt mal außen vor gelassen. Das Skyrim.esm, diese Datei, dieses Masterfile, ist wirklich das Wichtigste. Das müsst ihr eigentlich immer laden, denn da sind wirklich einfach alle Dateien aus dem Spiel drin. Daraus bastelt ihr euch später eure Mod. Und hier weiter drunter wären jetzt andere Mods angeführt. Falls ihr so eine Mod mal gespeichert habt, dann wäre die eben hier drunter. Das heißt, als Erstes müssen wir immer mit einem Doppelklick das hier ankreuzen. Und schon ist das fertig. Wir drücken OK. Dann kommen hier so ein paar Error-Dinger. Dann machen wir einfach Abbrechen. Das kommt öfters mal. Diese Errors sind hauptsächlich meistens eben wegen der Sprache vorhanden. Weil wir eben das hier auf Englisch haben.
Wir haben aber den Klienten auf Deutsch, der nimmt die deutschen Sachen daraus und deswegen kann es da zu Error-Dingern kommen. Jetzt habe ich gerade keine Rückmeldung, das liegt wahrscheinlich ebenfalls an diesen einen Fehler. Und ich mache einfach mal einen kurzen Schnitt. So, da sind wir dann auch wieder. Jetzt ist es geladen. Hier unten sah man ja die Fortschrittsanzeige in Prozent. Nun steht da dann. Und naja, man sieht schon, dass irgendwas passiert ist, denn hier unten haben wir schon mal ein paar Dateien drin. Aber wie gesagt, um diese ganzen Sachen möchten wir uns noch gar nicht kümmern. Wir sehen jetzt nur, dass wir hier auf jeden Fall irgendetwas schon mal drin haben. Damit ist das schon mal geladen. Damit sind wir schon mal bereit, eine Mod jetzt zu erstellen. Als nächstes könnte man schon mal etwas abspeichern. Denn, nun ja, wir haben jetzt diese Rohdatei angegriffen, wir haben die geöffnet. Und damit das schon mal alles gesichert ist auf unsere eigene Datei, damit da nichts hinterher überschrieben wird, machen wir am besten schon mal irgendeinen Namen. Zum Beispiel einfach mal hier Testmod, so können wir das einfach nennen. .esp ist richtig, das ist halt immer der Plugin-Fall, mehr könnt ihr auch nicht auswählen. Und speichern. Und wenn ihr jetzt einmal hier bei Data guckt, hier oben ist jetzt übrigens Testmod.esp auch ausgewählt, dann habt ihr das hier auch drin. Dann hierzu noch etwas. Ihr könnt das natürlich abwählen, auswählen, anwählen, abwählen. Dann haben wir hier so Sachen stehen wie Plugin-File und, wenn ihr Doppelrechtsklick macht, Active-File. Das könnt ihr unten auch einfach so klicken. Aber Shortcut ist halt Doppelrechtsklick. Der Unterschied ist darin, dass wir halt ein Active-File immer bearbeiten. Eine normale hier, die Test-Mod, ist jetzt schon ein richtiges Plugin. Wenn wir das weiter bearbeiten würden, würde der hier eben, hier, you have not set a file, as an Active-File, bla bla bla. Das heißt, der würde dann das überschreiben, beziehungsweise wir müssen ein neues Plugin dann eben abspeichern. Ja, weil wir das Plugin ja schon haben, dann hätten wir als nächstes eben Test-Mod 1 oder so. Ja, das heißt, wenn wir unser angefangenes Projekt einfach weitermachen wollen, dann muss das auf Active-File gesetzt sein. So, das kann man sich eigentlich merken. Und dann kann man einfach OK drücken und da lädt er eben dieses Plugin wieder. Dann kommen wieder die lustigen Dinger. Hier steht es ja, Localization, Englisch, bla bla bla. Vielleicht sollte ich das mal auf Englisch einfach mal stellen. Vielleicht ist es dann ja vorbei mit den Error. Und ja, ihr habt jetzt auch gesehen, wie man eben die Mod speichert. Das war das eigentlich ja schon eben. Ich kann ja einmal kurz, vielleicht ist das bei euch ja nicht drin, können wir auch einmal kurz hingehen. In meinem Startordner hier schnell. Und ja, das ist bei mir hier halt bei den Spielen. Ich habe das halt, also ist ja egal. Ihr geht halt in den Steam-Ordner rein erstmal, wo der ist, das solltet ihr schon wissen. Dann einfach auf Steam, auf Steam Apps hier, dann auf Common, dann auf Skyrim, wer hätte es gedacht, und hier dann eben auf Data, und da habt ihr diese ganzen Dinger eben, und da haben wir auch eben testmod.esp. Also da sind diese Dateien eben vorhanden, so kommt ihr an diesen Data-Ordner ran. Auch das einmal gezeigt, wo ist jetzt mein Creation-Kit? Dort. Ja, der ist schon wieder hängen geblieben, also irgendwas muss ich da nochmal machen mit der Sprache, glaube ich. Naja, soll uns aber auch nicht stören, denn eigentlich sind wir hiermit fertig mit diesen totalen Grundlagen, sage ich einfach mal. Und wollen einfach nochmal gucken, dazu gehen wir in Steam rein. Wollen wir einfach mal schauen noch, wie wir jetzt eben an unsere Plugins kommen. Wir starten eben Steam. Und dann öffnet sich ja immer erst dieser Launcher. So. Und anstelle, dass wir jetzt sofort auf Spielen klicken, gehen wir eben auf die Datendateien und dort wird jetzt auch unsere Testmod angezeigt. Die ist immer erst aktiv oder sollte eigentlich immer aktiv sein. Eigentlich müsst ihr euch dann deswegen, glaube ich, nicht unbedingt drum kümmern. Aber wenn ihr die zum Beispiel aushaben wollt oder anhaben wollt, dann könnt ihr das hier machen. Hier könnt ihr eure oder allgemein die ganzen Mods, die ihr habt, könnt ihr hier eben an- und ausschalten. Ja. Das war es auch eigentlich schon mit dem ersten Video. Wie gesagt, das sollten wirklich einfach nur mal die totalen Grundlagen sein und hauptsächlich ging es eben um diese Einleitung. Sagt mir, ob ihr Interesse daran habt. Und in dem nächsten Video werde ich dann eben auf diese Fenster hier weiter eingehen und werde das hier ein bisschen erklären, was wir eben alles so finden in diesen Fenstern, was diese Fenster überhaupt sollen. Hier Object Window, Cell View. Das werden wir eben im nächsten Video besprechen.
Und ja, bis dahin erstmal noch, ja, weiß ich nicht. Also bis zum nächsten Video und ciao, ciao.